morning over Grobo. Why come on? Ja Leute, herzlich willkommen wieder hier zu meinem nächsten Video und schön, dass ihr eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal Sascha Verrückte Touren. Ja, ich wollte jetzt mal kurz berichten, mein erstes Tattoo zu stechen. Es geht folgendes, ich habe in meinem ganzen Körper kein einziges Tattoo komplett. Ich bin jetzt gerade 47 und ich wollte schon seit 10 Jahren ein tolles Maori-Tattoo haben. Und ich hatte vor 10 Jahren schon so eine Zeichnung gesehen gehabt, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, auch auf dem Bild. Ich meine, Bild sieht immer anders aus als auf dem eigenen Körper, ist klar, aber es hat mich direkt fasziniert. Aber damals kam halt vieles dazwischen, ob das Arbeit ist oder ob das Wohnung ist oder was weiß ich was ist. Man kommt ja immer irgendwie was dazwischen. Ne? So, und 10 Jahre sind jetzt vergangen und wie ich jetzt drauf kam, auf ein Maori-Tattoo, es wirklich zu tätowieren lassen. Ich hatte bei Temu habe ich eine Vorlage bestellt, die man hier auf dem Arm drauf tut. Kennt ihr wahrscheinlich hier diese ne, künstlichen Tattoos. So, aber es ging mir jetzt nicht um das künstliche Tattoo, es ging mir darum, wie es ist, wenn es an meinem Körper ist und ob es mir gefällt, ob ich mich wohlfühle. Ich war abends noch essen gewesen, habe das dann drauf getan und es war wirklich eine super Qualität. Nicht alles, aber dieses Tattoo war wirklich gut, sah auch aus wie echt. Daher habe ich mich auch ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich hier so ein billiges drauf hätte. Ne? Auf jeden Fall hat es mir richtig gut gefallen. Ich habe mich sehr, sehr gut gefühlt. Ich war draußen. Ich habe mich nicht irgendwie gefühlt, dass ich jetzt sagen könnte, ich weiß nicht, ungewohnt. Es war ungewohnt, aber es gefällt mir nicht und ziehe lieber Pullover an, damit es keiner sieht. Nein, es war nicht der Fall. Ich habe mich so wohl gefühlt. Und da kam auch meine Entscheidung zu sagen, dass ich mir jetzt ein Maori-Tattoo tätowieren lassen möchte. Und dann habe ich natürlich einen guten Tipp bekommen, bei Los Nachos Tattoo Piercing Studio zu gehen, und zwar in Kerpen. Und bin da auch da rein, habe mich auch direkt auch wohlgefühlt. Der Chef war auch super, super lieb. Und tätowiert hat mich eine Frau, eine junge Dame, die Coco, die ist wirklich gut, die ist fürsorglich, also die kümmert sich um einen. Man hat nicht das Gefühl, wenn man reinkommt, so oh, was passiert jetzt und so Dreck, so alles so ernst, das ist alles so wirklich so echt total locker, so wie eine Familie, muss man wirklich lassen. Also der Chef kommt öfters rein, fragt auch, wie geht's denn so und so. Die Coco, die dich dann ja auch tätowieren tut, die fragt natürlich, gefällt es dir, ne, oder so, oder hin und her, und alle wirklich, alle super, die kümmern sich ein, wirklich die ganzen 6-7 Stunden. Ja, ich habe jetzt 3 Sitzungen, das heißt, die erste Sitzung habe ich jetzt vorbei, die ging jetzt circa 6,5-7 Stunden. Heute habe ich wieder 7 Stunden und morgen. So, und zwar geht das Maori-Tattoo von hier, also eigentlich ist es normal, dass es von hier bis zum Ellenbogen, dann hier über die Schulter geht und dann hier über die Brust. Ich wollte es aber gerne bis unten hin haben, kurz wo die Uhr anfängt, dass das komplett hier so über den Körper geht. Coco ist auch wirklich ganz, ganz lieb. Wenn man sagt, pass auf, das gefällt mir nicht, könnte man das ein bisschen ändern, könnte man das weglassen. Das macht sie auch alles, ist auch gut so. Ich meine, damit muss man natürlich auch mal sein Leben lang rumrennen. Ne? Man muss auch jeden drauf gucken können. Und nicht irgendwie sagen können, ja, das könnte man anders machen. Nee, man muss im Spiegel gucken, man muss sein Tattoo sehen, muss sagen, so, ist alles richtig. Und hier gerade über die Brust, das wird noch ein bisschen was verändert. Das kommt nämlich bis hier oben hin. Und hier wird auch noch was verändert. Ansonsten ist das Mao-Tattoo wirklich toll. Und in gewissen Stellen, zum Beispiel hier unten, unterm Arm hier, ne? Oder hinten. Da hat man das so ein bisschen gemerkt. Aber so hier ging es. Es ging. Also ich könnte das wirklich jetzt nochmal durchziehen. 6 Stunden, also ohne Probleme. Ich hab vielen gehört, dass das richtig wehtun soll. Und hier und da und hier gehört und da wird es geguckt. Also alles völliger Blödsinn. Also alles viel, viel, viel übertrieben. Ne?
Also, ich sage euch ganz ehrlich, Leute, ich meine, es kommt ja auch darauf an, was man für einen Tätowierer hat oder Tätowiererin. Ne? Jeder hat hier ganz andere Gefühl, ne? Und jeder sticht ja auch anders. Aber Ja, und um 11 Uhr geht's los, so bis circa bis 6, 7 Uhr. Aber ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und ich gucke mal, dass ich da in einem Studio bei Los Nachos Tattoo Studio euch mitnehme und ein bisschen was filme. Vielleicht können wir gleich den Chef noch zu sehen. Ein ganz, ganz lieber Kerl. Und ich werde auf jeden Fall seine Seiten unten in die Videobeschreibung einfügen. Der hat auch ein Video, der hat auch einen YouTube-Kanal und einen TikTok-Kanal. Werde ich alles unten einfügen. So, und ich würde sagen, bis gleich. So, Leute, wir sind jetzt hier am Tattoo-Studio Los Nachos. Und ja, ich freue mich jetzt schon, wenn wir jetzt reingehen. Hier ist der Laden. Ich habe schon gefragt, ob ich hier filmen darf. Darf ich auf jeden Fall. Und ja. Und jetzt schauen wir mal, wie das mal von außen aussieht. Und es sieht wirklich schon vielversprechend aus. So, das ist der Laden Los Nachos, Tattoo und Piercing. So, und da würde ich sagen, da gehen wir jetzt mal rein. So, jetzt gucken wir mal. Gehen wir mal rein. Geöffnet ist es schon. Das ist ja schon mal super. Ja, Leute, jetzt befinden wir uns hier im Los Nachos. Hier im tollen Tattoo-Studio in Kerpenhorn. Und hier schon mal der Chef. Buongiorno. Ganz, ganz lieber Kerl. Ja, Leute, und das ist der Laden, wo ich gesagt habe, da bin ich heute oder gestern das erste Mal gewesen. Und von den ganzen Bewertungen muss man wirklich lassen. Also wirklich tipptopp. Könnt ihr mal reinschauen. Ja, und das Endergebnis werde ich natürlich morgen Abend dann sehen. Und ja, hier ein ganz toller Chef. Hier fühlt man sich einfach wohl, wenn wir einfach nette Menschen sind. Ja? Ja. Wir sehen nicht so aus, aber wir sind nett. Ja. Das sieht man ja schon, ne? Das Lächeln vom Chef hier, ne? Wie heiße ich nochmal? Gordian. Gordian. Also Leute, das ist der Gordian hier, ne? Einmal drauf, das vergisst du den nicht. Die zu lernen ist etwas schwer. Ja, das merke ich schon. Ja, wie gesagt, also wenn man hier reinkommt, ist es wirklich schon toll. Toll aufgebaut hier. Muss man wirklich lassen. Also hier fühlt man sich wirklich wohl. Ich drehe mal die Kamera. Hier sitzt eine junge Dame. Ne? Hallo. Ja, aber muss man wirklich sagen, auch sehr, sehr sauber. Und das ist das Wichtigste. Ne? Also Sauberkeit und das ist wirklich das Wichtigste. Und gerade Tattoo-Branche. Ja, genau. Ja, jetzt mal eine andere Frage. Wie seid ihr eigentlich auf den Namen gekommen, Los Nachos? So, das ist eine lustige Geschichte. Und zwar, ich habe ganz früher Versicherungen verkauft, bevor ich tätowiert habe. Und damals gab es ja kein Instagram, da gab es ja nur Facebook. Und alle möglichen Kunden haben mich bei Facebook immer gestalkt. Und ich hatte einen Hund, der hieß Nacho. Und dann habe ich mich Gordianos Nachos, also ich heiße Gordian Link, und ich habe mich Gordianos Nachos genannt. Und damit die mich nicht mehr finden. Dann habe ich irgendwann angefangen zu tätowieren. Und da man als Tätowierer, sage ich mal, bei der Damenwelt relativ gut ankommt, hat meine Frau, um das Ganze so ein bisschen abzuschirmen, sich Gordianos Nachos Braut genannt. Damit alle Damen, die mich bei Facebook gesucht haben, sie direkt gesehen haben. Und irgendwann habe ich ihr Tätowieren beigebracht. Und dann hat sie einen Typen tätowiert, den Andi. Und der sagte, er will ein Sleeve von uns. Das ist ein Sleeve, ja, so ein ganzer Arm. Und ihr sollt unterschreiben mit Los Nachos, die Nachos. Und so sind wir zu Los Nachos gekommen. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, ne? So, oder? Ey, Wahnsinn, ne? Wie das kommt, ne? Wahnsinn, es gibt Zufälle, ne? Also irre, irre. Ja. Ja, Leute, wie gesagt, jetzt gleich um 11 Uhr geht's los mit meinem Maori-Tattoo. Und ich würde sagen, ich begleite euch mal so ein bisschen ein paar Ausschnitte und ich würde sagen, los geht's. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Or at least I try to be. Cause I hope that I'm not showing how I feel for her. But she won't feel the same for me. I've
I've got this picture in my mind. Ja, und sonst sieht der gut, ja. Ja. Hast auch schöne Tattoos, ne? Ja, ich habe jetzt gerade meinen Hals tätowieren lassen. Okay. Und ich muss sagen, es ist viel, 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 viel angenehmer. Mhm. Als die meisten sagen. Also die meisten, ich habe wirklich, ich kriege ja die Reaktion der Kunden mit. Ja. Viele Kunden haben hier gerade hier vorne immer so, ne? Und ich habe echt, ich habe mir einen Kopf gemacht, ne? Nicht einmal gezuckt. Nicht einmal? Nicht einmal. Wahnsinn. Gerade am Hals soll er richtig wehtun, ne? Ich habe dann irgendwann nach 8,5 Stunden, da war mal hier an der Taube dran, hatte ich keinen Bock mehr. Weil das Blöde ist halt beim Hals die Kopfposition. Du liegst immer so, du drückst quasi den Hinterkopf in den Kissen. Ja, ja, ja. So, wenn du das über Stunden machst, schläft dir der ganze Hinterkopf ein. Und das ist so unangenehm. Glaube ich. Mach ruhig Lärm. Okay. Mach ruhig Lärm. Ja, das so. Aber ansonsten. So. Bis jetzt war das Schlimmste, was ich bekommen habe. Das ist das Schlimmste, ne? Bei der Coco, die junge Dame heißt Coco, die macht hier mein Tattoo seit gestern. Und die macht wirklich tolle, tolle Arbeit. Ich bin bis jetzt sehr, sehr zufrieden. Kümmert sich um einen, fragt immer, wie es geht und macht auch zwischendurch Pausen, sodass man sich auch ein bisschen erholen kann, so ein bisschen von dem Schmerz. Aber Coco macht das wirklich mit viel Gefühl, muss man wirklich lassen. Das freut mich. Ja. So, guck mal hier. Ich bin jetzt mit eingestiegen bei der Coco hier, den Sascha, das Maori weiter zu tätowieren, weil das ist halt eine Riesenfläche. Man unterschätzt das immer. Man denkt, ja, das ist ja nur so ein bisschen schwarz ausfüllen. Aber es ist erstmal, vom Kopf her unheimlich anspruchsvoll. Es ist zwar relativ einfach zu tätowieren, aber du musst halt aufpassen, wenn du dich einmal ein bisschen vertust, sieht man das sofort. Ja? Und dadurch ist halt Maori von der Zeit her, Das zieht sich. Und ich bin jetzt einfach mit eingestiegen, um die Coco hier ein bisschen zu unterstützen, da der Sascha ja morgen auch noch die Brust bekommt, damit wir da auch wirklich heute mit dem Arm fertig werden. Und die Coco morgen genug Zeit für die Brust hat. Ich kann vielleicht ein bisschen was zu den Nadeln erklären, die ich jetzt hier benutze. Ich weiß nicht, ich zeige die mal, kann man das sehen? Keine Ahnung. Das ist eine Magnum-Nadel, wir nennen die Magnum. Und Das sind zwei übereinander liegende Nadelreihen, die leicht versetzt übereinander liegen. So ungefähr. Das ist eine etwas dickere Nadel, die ich dafür verwende. Also es gibt verschiedene Nadelstärken, die man benutzen kann zum Tätowieren. Je dünner die Nadel ist, je sanfter ist, sagen wir mal, die Schattierung. Wenn ich aber jetzt etwas schwarz ausfüllen will, nehme ich natürlich lieber eine etwas dickere Nadel, da die dickere Nadel mehr Farbe in die Haut transportiert. Und ich arbeite jetzt gerade mit einer 7er, mit
0,35 mm dicken Nadeln. Damit wir das hier schnell hinbekommen. Und da ist aber trotzdem, ich nehme deshalb eine 7er und keine, sagen wir mal, 15er, womit es ja noch schneller gehen würde. Aber mit der 7er, die ist so schmal, komme ich auch gut in Ecken rein und muss nicht permanent die Nadel wechseln. Und das hat man halt bei Maori oft, dass man so kleine Ecken hat oder sowas, die man ausfüllt. Und dann musste sonst ständig die Nadel wechseln. Und da ich ja faul bin, nehme ich die 7er und habe das nicht. Worauf man noch ein bisschen achten muss, das ist jetzt gerade, ich habe jetzt gerade gesehen, dass die Coco ankam mit dem Tuch. Deshalb habe ich darin aufgehört zu tätowieren, dass man sich, wenn man zu zweit tätowiert, nicht gegenseitig die Haut wegzieht. Ja? Also wenn ich jetzt hier am Tätowieren bin und die Coco wischt hier oben und wischt in die Richtung, zieht die mir unter der Nadel die Haut weg und ich wäre quasi nicht mehr im Stern, sondern daneben. Ja, okay. Und das ist halt was, worauf man extrem achten muss, wenn man zu zweit tätowiert, dass man sich nicht gegenseitig die Haut unter der Nadel wegzieht. Ja, Leute, jetzt sind wir hier schon wieder bei mir zu Hause angelangt und ja, heute ist der Tag X, Tag 3, meine letzte Sitzung bei diesem Tattoo. Ja, und ich fand es wirklich auch respektvoll vor Gordian, dass der gestern da auch echt geholfen hatte. Und somit kann natürlich die Coco heute meine Brust hier vorne tätowieren, auch ganz in Ruhe. Und da freue ich mich auch drüber. Ja, wie gesagt, wir fahren gleich wieder Richtung Tattoo-Studio. Und ja, dann geht es auch schon weiter. Ich werde euch da auf jeden Fall wieder zwischendurch wieder mitnehmen und euch wieder so ein paar kleine Szenen zeigen. Ja, und ich würde sagen, bis gleich und folgt mir. So Leute, jetzt sind wir hier. Los Nachos, Tattoo-Studio, dritte Sitzung. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal zusammen rein. Ja, ich bin auf jeden Fall schon gespannt. Offen ist es auch schon, oder? Nee, ist noch zu. Okay, wäre super, wenn einer aufmachen würde. Klasse. Das ist ein Danke, vielen, vielen Dank. Ein Kunde ist schon mal so nett und macht mir die Tür auf. Ganz, ganz lieb. So, jetzt geht's los. Die dritte Sitzung kann beginnen. Mal gucken, ob die Coco schon da ist. Naja, ich würde sagen, wir gehen gleich mal so schon mal durch. Ja Leute, ich wollte mich schon mal zurückmelden. Wir haben jetzt eine kurze Pause. Also wie gesagt, Coco hat jetzt hier unten weitergemacht. Und so sieht es jetzt im Moment aus. Also es sieht wirklich klasse aus, sieht top aus. Aber ich merke natürlich auch, dass es hier unter meinem Arm natürlich mehr schmerzt. Wie gesagt, aber ich ziehe das durch und ja, die Brust, seht ihr hier vorne, ist schon hier angezeichnet. Da kommt auch das tolle Gesicht drauf. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Die zwei Tage, die ersten zwei Sitzungen, da saß ich ja hier drauf. Heute liege ich auf diesem wunderschönen Brett hier und ja, aber trotzdem heute merke ich natürlich, dass mein Körper so ein bisschen an die Grenzen stößt. Da ich natürlich auch viel, viel mehr Schmerzen habe, liegt dann natürlich auch daran, weil es direkt hier unterm Arm ist. Da ist natürlich auch die Haut empfindlicher. Aber gut, was willst du machen? Da müssen wir durch und würde sagen, los geht's weiter. Ja Leute, jetzt sind wir schon am Ende des Tattoos.
Ich bedanke mich erstmal ganz, ganz herzlich bei Coco, weil die hat eine super Arbeit geleistet, Leute. Ja, sehr gerne. Ja, also die hat wirklich, die ist besser wie in der Zeit drin, also muss man wirklich lassen. Und die hat auch wirklich Gas gegeben und ja, auch vieles selber jetzt hier gezeichnet. Und ich bin einfach sehr, sehr begeistert. Coco, hast echt super gemacht. Freut mich sehr. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, wie gesagt, Leute, wenn ihr natürlich mal so ein Tattoo haben wollt oder andere Tätowierungen, lasst Nachos und fragt nach Coco. Und wie gesagt, ich war erstmal jetzt bei ihr und ich bin so begeistert. Das wird auf jeden Fall nicht mein letztes Tattoo sein. Wir haben ja schon alles besprochen. Wie gesagt, fragt mal nach Coco und dann kriegt ihr auch eine Telefonnummer. Da könnt ihr alles mit ihr vereinbaren, wie alles abläuft. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr begeistert und ich bin froh, dass du es gemacht hast, Coco. Ja, und sehr gerne. Echt absolut Hammer. Freut mich sehr. Ne? Ja. Ja, Leute, schaut mal hier, wie das jetzt aussieht. Also Coco, das war auch nicht so einfach, ne? Toll, ne? Ja, das muss natürlich auch jetzt erstmal abheilen. Und ja, ich hoffe mal, dass das gut abheilt. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Schaut auf jeden Fall mal vorbei bei Coco, ne? Wenn ihr ein Tattoo haben wollt. Wie gesagt, der Laden ist auch wirklich super, sehr gepflegt. Man fühlt sich hier wohl, man kommt hier gut an. Also ich habe direkt ein super Gefühl gehabt. Auch bei dem Chef Godian muss man wirklich lassen. Also ein tolles, tolles Team hier. Das ist wirklich ein super Laden hier. Ja, und die Adresse werde ich unten in der Videobeschreibung verlinken, ja, und auch andere Links von diesem Tattoo-Laden. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal, euer Sascha von Tattoo.